sag mal, Tanja und Bettina, die könnten sie auch ein wenig schicken. Sie sehen schon gleich rein. Du, ich schau mal schnell um, wenn Garderobe schon fertig sind, dass wir alles einmal sauber durchbringen können. Schau schon mal. Ja? Morgen, Frau Stockel. Sagen Sie, ist der Herr 80er noch nicht da? Mei, Frau Hofer, fesch. Ach, danke schön. Heute ist doch der Vorentscheid fürs Gaupreisblatteln beim Lohmeierwirt. Der Herr 80er ist gebeten worden, einen Preisrichter zu machen. Und mich als Stadträtin haben sie gefragt, ob ich nicht die Begrüßungsrede halten könnte. Okay. Ja, das wird eine Riesengeschichte. Angemeldet haben sich über 100 Teilnehmer von alle Trachtenvereine aus dem Ingau. Da sind sie aber den ganzen Tag beschäftigt. Ah, 8 Stunden, schätze ich mal, dauert das mindestens bis zum Finale, wo ich doch so schon immer weiß, wo ich vor lauter Arbeit. Und der war ein Kaffee, bis der Herr 80er kommt. Das sag ich nicht, nein. Haben Sie eigentlich was von Ihrem Bruder in Neu-Ulm gehört? Mhm, mein Dickerchen ist gut angekommen. Der wird auch ganz schön im Stress sein. Warum? So im Prüfungsausschuss für 6 Abschlussklassen der Bayerischen Polizeischulen sitzt. Okay, Frau Stockel, eine Abschlussklasse pro Woche? Der Mann würde sie nicht gerade überarbeiten. Grüß euch. Wo bleibt's denn? Tanni, was ist denn los? Ja, wiederhören, Herr Professor Flöz. Moin, Bernd. Morgen. Morgen. Ja, fesch, Frau Marie. Okay, der alte Fetzen. Ui, ja, haben wir keine Nussplatzerl mehr. Butterkekse hätte ich im Angebot. Ich habe extra die teuren genommen mit gesunden Zutaten. Meine Mama, die hat mir immer Mandelringer gemacht. Die waren sehr gut. Was selber backen, das ist halt schon was ganz was anderes, gell? Ja, ich gehe jetzt nach der Arbeit heim und fange zum Backen an. Sie, ich hab da ein Rezept für Haselnusstaler, Frau Stockel. Die sind ruckzuck fertig. Wenn die ruckzuck fertig sind, dann bringen Sie doch einmal ruckzuck welche vorbei. Meist uns gern, aber gerade heute schlecht. Wissen Sie, das Gaupreisplatteln, also die Vorentscheidung. Das ist aber schade. Kripo Rosenheim, Apparat Stockel, grüß Gott. Ja? Na, wo? Bitte fassen Sie nichts an, wir kommen. Es gab ja der Leich und jetzt raten Sie mal wo. Gasthof Lohmeier. Na, doch nicht jemand vor die Trachtler. Ich schätze mal, das Blatteln ist jetzt hinfällig. Ich rufe jetzt gleich einen Hansen und einen Hartl an. Ich bin schon unterwegs. Vierteil. Mhm. Ja, servus, ja. Da fahr ich wieder auf den Hof. Ja, dann sage ich am Herrn 80er, dass Sie heimgefahren sind. Mhm. Frau Hofer, jetzt hätten Sie ja Zeit, für uns Nusstaler zu backen. Wissen Sie was? Ich wollte die Woche eh noch backen, weil meine Hennen legen zurzeit wie die Narrischen. Ja, nein, ich weiß, das war jetzt nicht so, dass ich einfach abgehauen bin. Ja, aber, na, schau, ein neues Auto, das steht einfach schon lang aus. Und unsere Küche, die ist einfach nur Pfennig. Marion. Marion, jetzt pass mal auf. Hartl, ich bin's. Stockel, du bist's. Ist Ärger mit deiner Marion, ha? Nein, ich hab den Schlüssel vergessen. Ja, ist schon recht. Pass auf, es gab da Leich, und zwar im Wirtshaus Lohmeier. Kennst du das? Ja, freilich, wo die Plattler heute sind. Ja, ich mein, da hat sie's ausgeplattelt. An Hansen rufe ich an und der Mann ist schon unterwegs. Aha, ja, gut, merci dir. Das pfeifen doch die Spatzen von den Dächern, dass der staubt. Geh! Lieber Herr Hansen, Herr Mohr, unser Opfer ist die Hanni Weindl vom Trachtenverein Eichblattbergbrunn. 31 Jahre alt ist sie geworden. Mann hat es keinen gehabt, Kinder hat es keine gehabt. Die Frau Dr. Eckstein ist auch schon da. Und dieses Gaupreis. Gaupreisplattel. Ja, ist das ein Tanzwettbewerb oder was? Ja, freilich. Schuhplatteln. Das kennst du aber schon, oder? Natürlich, hallo. Ja, super. Ja, danke. Und was hat das bitte alles mit Gau zu tun? Schauen Sie mal her. Ein Gau oder Gai, das ist der Verband von allen Trachtenvereinen in einer ganzen Region. Also hier bei uns in Rosenheim wäre das der Ingau. Und das war halt der Vorentscheid. Geh mal. Moin.
Also. Ah, gut, dass so schnell gekommen sind. Ja, so sind wir. Hansen, mein Name, Kripo Rosenheim, das ist mein Kollege Herr Mohr. Und, ach so, und wer sind Sie? Das ist der Herr Lohmeier. Das kann ich ja nicht wissen. Ich bin da der Eigentümer. Also, meine Mutter und ich, wir führen den Gasthof miteinander. Ja, gut, wir werden auf Sie zurückkommen. Hm? Das ist eine schlimme Geschichte, gell? Ja. Also, ich hoffe doch, das Ganze lässt sich relativ geschwind aufklären. Ja, wir werden natürlich unser Möglichstes tun, aber... Also, nicht das Glauben, ich hab kein Gefühl, aber... Wissen Sie, das hat einen Haufen Zeit und Arbeit gekostet, den Vorentscheid für das Gaupreisplatteln nach Fürstenstein. Und meine Mama, die... Also, ich schätze mal, das Opfer hätte jetzt auch lieber geplattelt, anstatt, ja, ermordet zu werden. Hm? Herr Hans. Herr Mohr. Also, gehen die Treppe hinauf, erste Türe links, und ich schaue jetzt einmal wegen die Zeugen. Ey. Guter Plan, Herr Mohr, bis gleich. Los. Schönen guten Morgen, Frau Dr. Eckstein. Guten Morgen, Herr Hansen. Wo haben Sie denn Ihren Kollegen gelassen? Tja, wer weiß, wo der steckt, ne? Jetzt müssen Sie leider mit mir alleine Vorlieb nehmen. Das ist mir natürlich ein ganz besonderes Vergnügen. Dito, können Sie schon was sagen? Ja. Das Opfer wurde von hinten erstochen. Der Wunde nachzuurteilen, muss es sich um ein sehr, sehr scharfes Messer gehandelt haben. Mhm. Weil die Klinge ist glatt durch den Rippenknochen durchgegangen. Mhm. Also sowas hatte ich auch noch nicht. Gibt's eine Spur von der Tatwaffe, Jungs? Nee, noch nix. Noch nix. Wie sieht's mit der Tatzeit aus, Frau Doktor? Ist noch gar nicht lange her. 8.30 Uhr, würde ich sagen. Mhm. Die Leichenstarre hat noch gar nicht eingesetzt. Ziemlich attraktive junge Dame, was? Stimmt. Sogar noch im Tod. Ja? Hallo, Frau Stockel. Ja, der Herr Seitz. Gell, wer hätte das gedacht, dass wir uns schon so bald wiedersehen? Ja, für mich kam das Ganze auch sehr überraschend, weshalb ich... Haben Sie was von der Frau Ortmann aus München gehört? Nun ja, sie ist gut in München angekommen. Ich meine eher, wer für das Backup-Problem verantwortlich ist, weswegen Sie halt wieder nach München müssen. Das weiß ich nicht. Ist das denn wichtig? Nein. Schön, dass Sie wieder da sind. Danke. Das finde ich auch. Mei, Herr, schau jetzt gleich noch mal nach. Ja, muss ich nachschauen? Ich rufe Sie sofort zurück, gell? Ja, mach ich sofort. Danke, servus. Ich melde mich bei Ihnen, sobald ich mit der Obduktion durch bin. Danke, Frau Doktor. Wiedersehen. Wiedersehen, Frau Doktor. Herr Hansen. Herr Mohr. Die Frau Weintl hat einen Freund gehabt. Der Hartl. Was? Nein, die Frau Weintl hat einen Freund gehabt. Grüß euch. Was ist denn der Hartl? Endlich. Ja, zum Lohmeier rauf ist euch nicht gerade der schnellste Weg. Tja. Und da haben Sie sich gleich ein wenig stärken müssen für die lange Reise, was? Weißwurst? Ich habe nichts anderes zum Frühstücken gekriegt. Ich würde es mal mit Wasser versuchen. Ja, schauen Sie mal. Darf ich jetzt vielleicht weiter reden, oder? Bitte drum, Herr Mohr. Ja. Also, die Frau Weintl hat einen Freund gehabt. Ja, das wissen wir schon längst. Ne? Wieso, Sie geben jetzt gerne. Herr Mohr! Das war der Kirchberger Matthias. Das war auch ihr Tanzpartner. Und er hat die Frau Weintl heute auch gefunden. Jetzt ist er unten im kleinen Stüberl. Ja. Wieder Freunde, Herr Mohr. Die Blättler vom Trachtenverein Eichblatt Bergbrunn. Die haben gesagt, dass die schon mal 8. da gewesen sind. Und zwar der Kirchberger Matthias mit der Weintl Hanni und der Robert Rannl mit Griebel Bettina. Griebel, das ist der Metzger, wo ich heute früh... Fleck. Ja. Die Männer, die haben unten geübt und die Damen haben sich in der Garderobe noch hübscher gemacht. Aber von der Griebel Bettina hat seit in der Furt keiner mehr was singen. Na gut, dann sollte man schleunigst mal die Suche nach dieser Frau Griebel einleiten. Herr Hansen? Herr Mohr? Läuft schon. Sehr gut. Stockel läuft auch? Weniger. Stockel soll alles über die Leiche herausfinden, was noch geht. Ja, und um den Freund von Hanni Weindl kümmern wir uns. Und du befragst die anderen Zeugen. Oder so. Weitermachen. Ja, 3 Zentner, wie ich gesagt habe, Herr Reisinger. Nein, kein Problem. Ja, gut, dann ein schöner Grüß an Ihre Frau, gell? Anna, ist schon da das Baby? Was ist es denn geworden? Nach der Vorentscheidung wollte ich fragen, ob sie mich heiraten will. Den Ring habe ich auch schon gekauft. Und dass wir weitergekommen wären, ist keine Frage. Sagen Sie, wieso haben Sie eigentlich nicht gleich zusammen geprobt? Wegen Mooswinkler. Was? Einer Mooswinkler war auch dabei bei diesem Dings.
Nein, das ist, wenn wir... Ein Mooswinkler, das ist ein Plattler. Ein Tanz, verstehen wir es, mit einem Walzerdreher. Walzer? Ich dachte, Platteln wäre eher so eine Art rustikaler Volkstanz oder so. Passen Sie mir auf, Herr Kollege. Wenn man da als Paar tanzt, dann ist es so, dass die Burschen platteln und die Mädchen drehen sich. Verstehen Sie das? Naja, mir wird auch schon entschwindelig. Ich würde jetzt ganz gerne mit der Befragung weitermachen, wenn es recht ist. Ja, bitte. Okay. Toll. Wo waren wir jetzt stehen geblieben? Mooswinkler. Mooswinkler. Das glaube ich, dass du recht gefreut hast mit dem kleinen Maximilian. Ja. Was? Wie spät ist Songs? Aber oh, da haben wir uns das aber verratscht. Nein, nein, passt schon, Reisinger. Schließlich werden sie nicht alle doch zum ersten Mal Vater, gell? Ja, also, Pfiatener. Ja, Pfiatener. So, jetzt muss ich mir aber schicken, wenn das noch was werden soll mit dem Platzerl. Sie sagen also, dass Ihre Freundin und Frau Griebel nicht gerade das beste Verhältnis gehabt haben. Neidisch ist halt gewesen auf Tani Bettina. Dabei hätte sie eh alles. Metzgerei für ihre Eltern und einen gärigen Freund auch noch. Ein Lohmeier wird. Das ist schon lange ausgemacht, dass Bettina und der Hubert heiraten. Fällt Ihnen sonst noch jemand ein, mit dem Ihre Freundin in letzter Zeit Ärger gehabt hat? Tani ist eigentlich immer mit Uli gut ausgekommen. Wo waren Sie um 8:30? Und das weiß ich nicht mehr so genau, irgendwo da umeinander halt. War da jemand mit Ihnen umeinander? Nein. Nicht, gut. Danke, Herr Kirchberger, dann war es das erstmal. Und nochmal unser herzliches Beileid. Wenn wir noch ein paar Fragen an Sie hätten, wo könnten wir einen erreichen? Am besten in der Arbeit, Elektrogrube. Danke, Wiedersehen. Für Gott. Ja? Morgen, Frau Stockel. Ich probiere schon die ganze Zeit, die Frau Hofer zu erreichen. Entweder es geht keiner ran oder es ist belegt. Soll ich es noch mal probieren? Ja, bitte, seid's doch so gut. Und stellen Sie es dann zum Mittag. Das mache ich. Herrschaft. Hofer? Ah, Frau Hofer, Stockel am Apparat. Grüße Sie. Ah, Frau Stockel, die Haselnusstaler sind praktisch so gut wie fertig. Okay, Frau Hofer, das hätte sie ja wirklich nicht braucht. Ausgemacht ist ausgemacht. Na gut, aber jetzt was anderes. Der Herr 80er wird Sie gerne sprechen. Darf ich Sie durchstellen? Ja, gut. Herr 80er, ich hätte die Frau Hofer jetzt am Apparat. Ach, das ging jetzt aber schnell. Danke, Frau Stockel. Frau Hofer, grüß Sie. Ja, folgendes. Ich habe jetzt gerade mit Professor Flöz telefoniert. Er wäre in Rosenheim und wird jetzt gern mit uns über den Nachwuchswettbewerb sprechen. Und weil ja die Vorentscheidung für das Gaupreisplattern auf unbestimmte Zeit verschoben worden ist, habe ich ihm zugesagt. Heute? Ja, also in einer Stunde, um genau zu sein. Mei, ja, das ist... Ja, natürlich nur, wenn es möglich ist. Aber wenn er da die Vorschläge kommt, doch gleich ins Kommissariat, dann können wir gemeinsam rüberfahren in die Musikakademie. Bin schon auf dem Weg. Wunderbar. Wiederhören. Na, super. Und jetzt? Alkoholfrei. Ja, betroffen war schon unser Herr Kirchberger. Aber wenn nur die Freien nicht gestorben waren, die spezielle Art von Trauerarbeit oder sowas. Prost. Jetzt befragen wir mal die Wirtsleiter, die so. Also, Sie wollen vorher noch einen kleinen Plattler hinlegen, dafür würde ich sogar Eintritt zahlen. Nein, nicht, aber telefonieren wir sie die vorher noch mal. Seid ihr narrisch, jetzt sind gleich mit der Herrn Proberei auf. Ihr wisst, was oben passiert ist. Geht's weiter. Sauber. Marion. Box. Alles in Ordnung? Ja. Aber jetzt.
Die Spuse hat draußen in einem Müllcontainer auf dem Parkplatz einen Hirschfänger gefunden. Voller Blut, und der ist jetzt schon unterwegs ins Labor. Hirschfänger? Das ist was Großes. Nein, Herr Hansen, das ist ein Trachtenmesser. Und das tragt man da in den Lederhosen? Kenn ich, ja. Sag mal, habt ihr die Gräbel Bettina inzwischen? Nein, haben wir noch nicht. Jetzt habe ich schon 30 Zeugen befragt und habe nicht mehr 20 gedreht auf der Terrasse. Wisst ihr, was ein Glück ist? Was? Dass noch nicht alle Trachtenvereine angekommen sind, sondern hätte ich nur mal 120. Sag mal, hast du die Zeugen auch befragt oder hast du das bloß Zeit? Ja, und warum haben sie sich keine Verstärkung geholt, mein Gott? Ja, das hätte ich schon wollen. Aber wir haben ein Seminar in Rosenheim und dann ist in der Innenstraße die Ampelanlage ausgefallen. Also wie soll ich? Also, was war? Du schaust den Biergarten nach, gell? Ja, mei. Entschuldigung. Sie sind die Frau Lohmeier, die Mutter vom Wirt. Wirtin, bitteschön. Ja. Also, mein Sohn und ich, wir machen das Geschäft miteinander. Ja. Hansen, mein Name, Krippe Rosenheim, ist mein Kollege Herr Hartl. Wir machen das auch miteinander und würden Ihnen gerne ein paar Fragen stellen. Ja, freilich, dann gehen wir am besten in die Jagerstube. Mhm. Gerne. Durst, Herr Kollege? Nein, das schmeckt nicht. Ach so. Ja, dann setzen wir uns heute. Danke. Frau Lohmeier, die Gräbel Bettina, die Feindin von Ihrem Sohn, wissen Sie, wo die steckt? Ja, ist die nicht mit den anderen vom Trachtenverein zusammen? Nein, die ist schon seit längerer Zeit nicht mehr gesehen worden. Komisch. Heute früh war es doch nicht da. Schauen Sie, Frau Lohmeier, wir haben gehört, dass die Gräbel Bettina nicht so gut auskommen ist mit der verstorbenen Anja Wendel. Mei, Eifersüchteleien heute, nichts Dramatisches. Mhm. Wissen Sie was Näheres von der Beziehung von der Frau Weindl zu ihrem Freund, dem Herrn Kirchberger? Ach so, man soll ja über Tode nichts Schlechtes sagen, aber mit der Treue hat es nicht so genau genommen. Ja, davon hat uns der Kirchberger gar nichts erzählt. Na, wahrscheinlich hat es ihm das Blaue vom Himmel runtergelogen, Tanni. Sie scheint eine ganze Menge zu halten von der Frau Hanni Weindl. Andauernd hat's probiert, die Vorschriften bei der Kleiderordnung bei der Tracht zu umgehen, um ihre weiblichen Reize besser hervorzuheben. Ah, da bist du ja, du Mama. Ach, Hubert. Das sind die Herren Kommissare. Ja, wir haben uns ja schon kennengelernt. Ne? Das ist mein Kollege Herr Hartl. Ist gut. Ist gut, Herr Lohmeier. Herr Lohmeier, sag's mal, Ihr Hirschfinger, wo ist denn der? Verloren scheint's. Oder gestohlen. Seit zwei Tagen ist er schon weg, aber... Es kann kurz sein, dass wir ihn gefunden haben. Und die sind wirklich ganz frisch, die Nussplatzerl? Ja, kurz Futter, die brauchen. Wie viel kosten das? Ja, ja, ich weiß, beste Konditoreiware. Na, Korkschenkpackung, wir bringen Dosen mit. Mhm, wiederhören, Frau Breininger. Mein Lieber, das war ein ganz schön teuriger Spaß. Was ist das, die Hanni ist mit meinem Hirschfinger? Sie sagen, dass Ihren Hirschfinger im Prinzip jeder genommen haben kann. Ja, mei. Die Garderobe ist ja nie abgesperrt. Haben Sie denn schon was von Ihrer Freundin, der Frau Griebel, gehört? Nein. Sie geht nicht ans Handy, keine Ahnung. Und Sie und die Frau Griebel wollen heiraten? Es steht nur noch der Termin nicht fest. Gell, Hubert? Mhm. Wann haben Sie Ihre Freundin denn zum letzten Mal gesehen? Das muss in der Früh gewesen sein. Bevor es mit der Hanni zum Proben gegangen ist. Wieso? Doch, nur so. Heute Morgen gegen, sagen wir mal, 8.30 Uhr, wo waren Sie denn da? Da hat der Hubert die Trachtenvereine in der Gaststube in Empfang genommen und ich hab im Biergarten nach dem Rechten geschaut. Ah, Frau Hartl, was? Sie können Ihren Mann nicht auf dem Handy erreichen. Das ist ja interessant. Ach so, nein, es ist bloß... Ach, eine Überraschung auch noch. Ja, ist recht. Ich richt's ihm aus. Gell? Wiederhören, Frau Hartl. Da stimmt doch was nicht. Du schaust, dass die Zimmer wieder frei sind. So wie die Frau Wirtin mit ihrem Sohn redet, hat er nicht viel zum Sagen. Insgesamt gesehen. Ich könnte darauf wetten, dass der Sohn Wirtin was ein dichtes Alibi hat. Ich meine, als Veranstalter war der doch ständig von Leuten umgeben.
Und den Freund von der Toten sollten wir auf keinen Fall aus den Augen lassen, weil so harmonisch scheint die Beziehung ja doch nicht verlaufen zu sein. Ja. Ja, also ein bisschen mehr Begeisterung hätte ich schon erwartet, Kollege. Angesichts der Tatsache, dass Sie mit Ihrer Einschätzung ja doch recht behalten haben. Was ist? Michi? Ja? So, jetzt habe ich es alle durch, hat aber nichts gebracht. Aber die Grübe Bettina, die haben wir gefunden. Die ist bei ihren Eltern in der Metzgerei. Sehr schön. Soll ich es holen fahren? Na, das machen wir. Da waren sie heute schon mal. Du fährst jetzt in die Wohnung von unserem Opfer und schaust, dass du aus den Nachbarn was rausbringst. Ich meine, das schaffe ich nicht mehr. Das schaffst du. Jawohl. Nur Mut, Herr Mohr. Ja. Auf zur Metzgerei Griebel. Ja, ob ihr Laden wohl genauso groß wäre, wenn die Familie Griebel einen Gemüseladen besitzen würde, ich weiß nicht. Und wann ist das jetzt? Ja, fahren Sie schon mal vor, Sie kennen bestimmt den allerschnellsten Weg dahin. Hm? Ja, eh. Warum sind Sie denn so überstürzt aufgebrochen von dem Gaupreis Dings von der Veranstaltung? Tanni und ich, wir haben uns in der Garderobe hergerichtet und dann so in den Tor gekriegt, dass ich sauer ausgegrennt bin. Ich bin nach einer Zeit wieder zurückgekommen, bin dann ins Dock gesessen. Tot. Wann ist denn das gewesen? So kurz nach halb neun, Schatze. Warum haben Sie denn nicht sofort die Polizei informiert? Ich war halt total geschockt. Worum gingst du bei Ihrem Streit mit der Frau Weindl? Hat bloß wegen dran. Was? Wegen des Drehens beim Tanzen, beim Platteln. Bis nach dem Streit, dass die Garderobe ausgegrenzt sind, wo sind sie denn da hingerannt? Ich glaube auf Terrassen. Aber ganz gewiss kann ich es nicht sagen. Weil ich mich heute so aufregen habe müssen, verstehen Sie? Kann es zufällig jemand bezeugen? Also Ihr Freund zum Beispiel, der Herr Lohmeier? Nein, mit dem Hubert habe ich heute bloß ganz kurz geredet. Der war total aufgeregt, wie die ganzen Plattler, die angekommen sind. Wie? Der war mit den ankommenden Blattlern beschäftigt. Ja, das hat sie ja gerade gesagt. Ne? Ja, Frau Griebel, das war es dann. Vorerst. Wiederschauen. Sehr gut. Wiedersehen. Herr Hansen? Ja? Ich meine, bloß weil wir gerade schon mal da sind. Ich dachte schon, Sie fragen nie. Ich bin dabei. Ja. Frau Hofer, das wäre wirklich nicht nötig gewesen bei der vielen Arbeit, die Sie haben. Kein Problem. Ja. Hallo. Michi, kommst genau richtig. Schau, die Frau Hofer hat uns Nusstaler mitgebracht, selber gemacht. Das ist aber sehr nett. Das ist eine schöne Dose. So eine hat meine Oma gehabt. Wollen wir es probieren? Ja, aber das machst bitte auf dem Weg zur KTU. Die haben sich nämlich gerade gemeldet, dass so jemand vorbeischauen. Aha, ja, danke. Vierte. Ja, servus. Ja, dann gerne. Lassen Sie sich einmal schmecken. Aber Herr Kollege, Sie wissen schon, dass wir da in der Metzgerei sind, gell? Ach nee. Also die Frau Griebel. Wiedersehen, wiedersehen. Frau Griebel kommt ja durchaus als Täterin in Frage, ne? Sie war die Letzte, die das Opfer lebend gesehen hat. Und ihre überstürzte Flucht spricht auch nicht gerade für sie. Ja, Zeit und Gelegenheit hätte es schon gehabt. Aber Frage ist bloß, dass sie neidisch gewesen ist auf unserer Todi. Ist als Motiv ein bisschen dürftig, finde ich. Und da wäre noch die Sache mit dem Alibi. Schmeckt's? Ja, gell. Muss halt der Mann mal überbrücken. Soll er machen, ja. Sie haben noch was. Nein, nicht schon wieder. Selbst, gell? Ist um diesen Sommer schwer im Kommen, habe ich mir sagen lassen. Ja. Oder sollen wir noch zu Ihnen nach Hause fahren und können Sie sich ein frisches Hemd anziehen? Na, Marion ist nicht daheim und ich habe einen Schlüssel. Ich komme gleich wieder. Ja. Entschuldigung. Sie bleiben noch so. Diese Warteschleife macht mich nur ganz wahnsinnig. Ja. Frau Stoppel, helfen Sie vielleicht? Moment. Ja, seid's lauter Kleingeld für einen Kakao aus dem Automatischen. Frau Stockel, dass Sie da immer dran denken. Ja, Sie trinken ja keinen Kaffee. Ja, Kekse haben Sie auch noch gebacken? Nein, die Frau Hofer. Mensch, die sehen ja richtig lecker aus. Dürfen Sie eine ruhig einnehmen, sind für alle da. Wirklich? Dankeschön. Zum Kakao, gell? Ja. Mensch, ich werde ja richtig verwöhnt.
Tschüss. Halt! Stehen bleiben! Meine Herren, folgendes. Ich komme gerade von der KTU. Hallo, die Herren, der Herr. Hallo. Grüß Gott. Platz halt zum Kakao, gell? Ja, und? Also ja, der Hirschfänger ist definitiv die Tatwaffe. Das Blut auf der Klinge stammt vom Opfer. Und dann hat der Seppi noch etwas entdeckt. Und zwar DNA-Spuren und Fingerabdrücke am Griff. Kant vom Täter. Kant aber vom Besitzer vom Hirschfänger sein. Ja, weiß man nun schon, ob es sich bei dem Messer um das verschollene Eigentum von Herrn Lohmeier handelt? Nein, schon längst bestätigt. Ja, und noch etwas. Die Nachbarn von der Frau Weintl, die haben gesagt, dass es gestern am Abend wohl einen Streit gegeben hat, und zwar zwischen ihrer, also der Weintl, und ihrem Freund, dem Herrn Kirchberger. Also nie uninteressant. Ja, aber pass auf, du überprüfst das Alibi von der Griebel Bettina. Die war angeblich wahrscheinlich zur Tatzeit auf der Terrasse gewesen. Vielleicht hat das ja den mitgekriegt. Ja, ist echt. Aber da ist ja jetzt keiner mehr. Na, Herr Mohr, Sie haben doch die Personalien von den Teilnehmern, ne? Herr Mohr. So, ich habe auch was Interessantes rausgefunden. Und zwar, wie es ausschaut, hätten bei der Frau Weindl schon bald die Hochzeitsglocken geläutet. Naja, der Matthias Kirchberger hat uns schon erzählt, dass er seiner Freundin einen Antrag machen wollte. Schon, aber das soll er ja nicht mehr kennen. Also, das kann sie gar nicht gewusst haben. Ach, das ist aber jetzt komisch, weil vor 3 Tagen hat sie eine Anzahlung für ein Brautkleid gemacht. Moment mal, Frau Weindl hat bereits ein Brautkleid angezahlt, obwohl sie noch gar keinen offiziellen Antrag bekommen hat? Vielleicht hat sie es geahnt. Das wäre aber eine sauteure Vorahnung gewesen. Brautkleidanzahlung 1500? Oder sie hat sich schon einen anderen ausgespechtet zum Heiraten. Wer ist noch ein Ehekandidat? Apropos Ehehattl, wie es ausschaut, hat die deine Frau nicht erreicht? Was? Naja, so viel wie ich rausgehört habe, hat sie gesagt, dass schon alles organisiert wäre und dass sie sogar noch eine kleine Überraschung für dich hätte. Und mehr hat sie nicht gesagt? Nein. Ja. Habe ich es doch gewusst. Der Haussegen hängt schief. Ich werde mich drum kümmern. Ja. Danke. Wiederhören. Also, unsere Weindler Hanni hat sich in dem Brautmodengeschäft wohl ziemlich aufgeführt, recht großspurig, von wegen Geld spielt keine Rolle. Damit wird sie willkommen im Geldbeutel ihres Freundes gemeint haben, ne? Ja. Bitte? Kekse von glücklichen Hühnern für glückliche Kommissare. Frau Hofer hat Kekse gebacken, ne? Vielleicht hebt das ihre Mundwinkel etwas. Also, dieselbe brauchen eine Platzl von der Marie Eubei. Ja, also, das war jetzt das Handy von der KTU. Also nicht von der KTU, ist ja schon von der Toten. Ist aber nichts Auffälliges drauf, haben sie gesagt. Schauen wir mal. Ja, und wegen dieser Bettina Grübe. Eine von den Trachtlerinnen hat gesagt, dass sie die Bettina Grübe auf der Terrasse hat sitzen sehen. Und da ist gesessen und hat total trinzt. Total was? Blärt hat's. Hä? Geweint. Ah. Aber die Trachtlerin hat nicht sagen können, um welche Uhrzeit sie geweint hat. Hartl, an deiner Stelle würde ich davon die Finger lassen. Sag mal, du vergunst damit jetzt gar nichts mehr, oder was? Nein, es ist vegan. Nein, jetzt pass mal auf, die Platzl von der Marie, die sind für alle da. Und außerdem habe ich noch nicht einmal was Gescheites zum Mittag gehabt. Obacht, ne? Wenn Herr Hartl in Unterzucker kommt, kann ich für nichts mehr garantieren. Ich würde sagen, Michi, du gehst jetzt einmal zur KTU und erkundigst dich, ob die Tatwaffe schon identifiziert haben. Gerne, Hartl, ganz wie du möchtest. Ich bin dann mal beim 80er, gell? Gut, Stockeldicke. Passt schon. Könnte vielleicht noch einen Kommissar glücklich machen. Na, glauben Sie denn, Sie können einer von den Bären? Sie sollen doch auch nicht leben wie der Hund. Uff. Schlechter, Maria. Furchtbar. Mein Gott, ich staune ja beim Reinbeißen. Ja gut, dann danke ich Ihnen, Frau Dr. Eckstein. Ne? Ja, Ihnen auch. Danke, wiederhören. So, Todeszeitpunkt bleibt bei 8.30 Uhr, ansonsten hat sich bei der Obduktion wohl nichts Neues ergeben. So. Auf dem Handy von unserer Toten habe ich einige Anrufe vom Kirchberger entdeckt. Und allein in der Nacht vor dem Mord hat der 7-mal angerufen und 3 SMS geschickt.
Ja, und der Streit, den die Nachbarn da mitbekommen haben? Für mich ist das eh alles mehr eine Beziehungskrise als eine Verlobung. Die Fingerabdrücke auf dem Hirschfinger vom Lohmeier. Michi, sag einmal, warum hast du uns nicht gesagt, wie die Platzeln schmecken? Wieso, wie haben sie uns geschmeckt? Wie alte Schuhe mit Nüsse. Oh, aber die Fingerabdrücke auf dem Hirschfinger vom Lohmeier sind nicht nur vom Lohmeier. Sondern? Dreimal darfst du raten. Eins. Ach, Herr Mohr. Falsch. Zwei. Michi. Ja, Herr Kirchberger. So oft, wie Sie vorgestern auf die Nacht Ihr Freien in Ukraine haben und der Streit, den die Nachbarn gehört haben, das hört sich für mich alles nach Beziehungskrise an. Wussten Sie, dass Ihre Freundin sich ein Brautkleid für 3000 Euro gekauft hat, obwohl Sie sie noch gar nicht gefragt hatten? Und das heißt, keine Hochzeit mit Ihnen? Ja, in letzter Zeit war es schon wegen Handtick, Tony. Abweisend. Ja, darum habe ich es gestern auch noch zur Rede gestellt. Also ich hab gleich alles zugegeben. Die hat es nicht einmal probiert zum Abstreiten. Dass sie mich nicht mehr liebt und dass sie einen anderen hat, hat sie gesagt. Wissen Sie, um wen es sich dabei handelt? Nein. Nicht einmal zum Probieren von der Frau Hofer ihren Plätzchen bin ich immer. Wird der Bisse sich. Die gehören für nicht nur dir allein. Nein, also reißlich schmecken die Plätzchen. Geh, die Frau Hofer kann sehr gut backen, das weiß ich. Du vergunst das mal bloß nicht. Probier's halt. Oh, sind die grob. Nietzsche, wenn du einen die Freundin sitzen lässt, für einen anderen. Ne? Da kann einem schon mal die Sicherung durchbrennen. Sie Kirchberger. Kennen Sie das? Ja, das ist ein Hirschfinger. Das Ding gehört Herrn Lohmeier. Das Komische ist, es sind Ihre Fingerabdrücke drauf. Außerdem DNA, die wir mit der Ihren vergleichen werden. Der Hubert hat mir neulich seinen Hirschfinger gezeigt, da werde ich ihn heute angelangt haben. Also, Herr Kirchberger, aufgrund der erdrückenden Beweislage müssen wir sie vorerst festnehmen. Idee. Jetzt glauben Sie mir doch, Tani war alles für mich, ich hab's nicht umgebracht. Kommen Sie bitte. So deppert wird er doch nicht Zeit, dass er vergisst, die Tatwaffe abzuwischen. Ich meine, wenn die Tat aus Affekt geschehen ist, dann Eifersucht hat schon so manchen deppert gemacht. Oder er hat's geplant. Er hat's extra nicht abgewischt, damit er extra so von sich ablenkt. Also um Dreiecken denkt. Das ist die berühmte bayerische Logik. Das ist der hartlische kriminalistische Spürsinn. Da warte ich dann lieber auf die Auswertung von der DNA-Probe. Und, hat er gestanden, Herr Kirchberger? Nein, aber mal sehen, was die Auswertung der DNA-Probe ergibt. Hm? Sag mal, es wird doch nicht, wer die Papadeckelplatzl von der Marie zum Gessen hat. Papadeckel? Nein, die haben wir weggeschmissen, damit die Marie nicht auch noch eins isst. Die hätte euch spannen dürfen, was da fabriziert wird. Gehartl, das ist doch peinlich. Du kannst doch der Frau Hofer nicht sagen, wie greislich diese Keks waren. Die hat sich so viel Mühe gegeben. Mein Frau Stuckel, sagen Sie, habe ich heute Mittag mein Handy bei Erna liegen lassen? Frau Hofer, das wäre mir aufgefallen. Verstehe das nicht. Ach, sauber. Sondern schnell weggegangen, die Platze. Ganz gut, wenn es gammelt. Ja, doch. Da müssen Sie mir unbedingt das Rezept geben. Ja, dann können wir die selber machen, also ab und zu. Ja, schön, gefällt mir, dass geschmeckt haben. Dann nehmen wir die Dosen gleich wieder mit, gell? Servus miteinander. Servus. Servus. Oh, danke, gell? Wiederschauen. Ich hab mir jetzt das auch wieder geschafft. Thema wechseln. Hm? Feierabend, da die Song. Das gibt's doch nicht. Ich war doch bloß für ein oder zwei Nächte. Sauber. Dann sitzt es da nichts. Nicht einmal ein Doppelzimmer. Hatte? Ja. Ja, gut, kann man nichts machen. Danke. Wiederhin. Habe ich das gerade richtig gehört? Du suchst ein Zimmer? Ja, Habt ihr euch schon wieder gestritten, du und Marion? Merkt man das? Mhm. Weißt, sie will unbedingt eine neue Küche. Die alte ist noch pfennig gut. Was wir brauchen, das war ein neues Auto. Der unsere hat schon 230.000 drauf. Das klingt nach Ärger. Das ist ein Riesenärger. Da bin ich heute in der Früh aus dem Haus. Ohne Schirm, ohne Schlüssel. Und jetzt. Graupreis. Nee, Gaupreisplatteln. So, mit Rotwein geht's. Na, also bitte tu unsere schöne bayerische Sprache nicht verunzen. Das heißt Gaupreisplatteln. Wie so ein Zungenbrecher von früher. Das ist eine echte bayerische Tradition.
Und die Wettbewerbe sind strenger geregelt als die Olympischen Spiele. Das ist eine Riesensache. Also ich hatte auch einmal das Vergnügen, daran teilzunehmen. Okay, Steffi, das kann nicht so schwierig sein. Ein bisschen auf die Schenkel klopfen, rumspringen, hallo? Nein, Hamburger halt. Prost. Was ist denn das für ein Koffer? Meiner. Was tut der da? Marion. Jetzt weiß ich, was mit der Überraschung gemacht hat. Hofer? Ah, Konditorei Breininger. Nein, ich hab die Platz nicht probiert. Wieso? Ein Missgeschick vom Lehrling. Was? Ohne Zucker? Aber. Ja, ich komm nachher vorbei und hör mir rein. Ja, wiederhören. Glaubst du das? Mann, Marie. Hartl, du, wegen meiner Platzhalt, die. Ganz gut, Bandi, ganz gut. Wirklich? Auch süß genug? Doch. Doch, wenn ich dir sage, Mutter hast du die nicht mehr. Und hast du schon was von deiner Frau gehört? Nein. Ach, das renkt sich schon wieder ein, weißt du, singen. Sie hat mir einen Koffer vor dir gestellt, ich hab gar nichts gemacht, danke. Redst halt noch mal in Ruhe mit ihrer drüber. Ich meine, die Entscheidung, ob Auto oder Küche, müsst ihr jetzt nicht heute oder morgen fällen, oder? Schauen wir mal. Moin, der Kollege. Guten Morgen. Schlechte Nachrichten. Woher wissen jetzt Sie das schon wieder? Von der KTU? Das hatten gerade die U mit meiner Frau zum Tor. Müssen Sie Ihre Frau fragen, keine Ahnung. Ach so. Ja. Mit schlechten Nachrichten meinte ich eigentlich den Bericht über den DNA-Abgleich. Was ist damit? Leider negativ. Die DNA von den Kirchberger stimmt nicht mit der auf dem Griff der Tatwaffe überein. Schade. Da die sagen, jetzt trinken wir mal einen Kaffee. Klingt gut. Schönen guten Morgen, Frau Stocke. Guten Morgen. Guten Morgen, die Herren. Ich habe Neuigkeiten. Und zwar habe ich gerade die Telefonliste von der Frau Weindl ihrem Festnetzanschluss bekommen. Und da ist mir aufgefallen, dass sie nachts mit dem Herrn Lohmeier telefoniert hat. Danke, das ist von der KTU. Ist negativ, können Sie behalten. Hattel Kaffee, glaube ich, kannst du sparen. Kleinen Ausflug zum Gasthof Lohmeier gefällig, Herr Kollege. Selbstverständlich. Dann Aufi, pack mal's. Dann meine üben wir noch ein wenig. Guten Morgen, grüß euch. Guten Morgen, wiedersehen. Servus. Herr Seitz, ja. Und deswegen haben wir eine gesagt wegen die Platzzeit, damit die Frau Marie nicht vor den Kopf gestoßen ist. Ah. Verstehen Sie das? Ja, ich hatte mich schon gewundert. Ja. Grüß dich, Stuttgart. Hallo, Frau Stockel. Morgen. Grüß Gott, grüß Gott. Frau Hofer. Frau Hofer, Sie werden doch nicht schon wieder Platz für uns backen haben. Das war aber nicht notwendig gewesen. Sie haben so viel zu tun. Obwohl Ihre Plätzchen ausgesprochen lecker waren. Sie haben also gestern auch von denen Platzerl probiert, den ich mitgebracht habe? Ja, und ich fand die wirklich hervorragend. Ja, richtig super. Finden Sie nicht, dass zu wenig Zucker drin gewesen ist, so insgesamt gesehen? Na, also nö. Zu viel Zucker ist doch auch nichts, gerade bei den Nussplatzerl. Sehr richtig, Michi, sehr richtig. Schauen Sie, das ist jetzt aber komisch, weil es ist nämlich gar kein Zucker drin gewesen in die Platzerl. Wie ist es? Überhaupt keiner? Herr Lohmeier, Sie haben mit der Ermordeten ein Verhältnis gehabt. Wie kommen Sie denn da drauf? Wir haben auf der Telefonliste von Frau Weindl Ihre Nummer entdeckt. Hier, Mitternacht. Da werden Sie sich ja wohl kaum über das Gaupreisplatteln unterhalten haben, oder? Ja, ist gut. Die Hanni und ich, wir haben was miteinander gehabt. Das ist nichts Ernstes, bloß eine kurze Affäre. Das Money hat die Verstorbene ein wenig anders gesehen. Sonst hätte sie wohl kaum mit ihrem Freund Schluss gemacht und sich ein Hochzeitskleid besorgt. Ich bin mit der Griebel Bettina verlobt, das wissen Sie doch. Sie geht es recht. Sie sagen, Sie haben der Hanni Weindl nie einen Heiratsantrag gemacht. Die Metzgerei Griebel und unser Gasthof sollten zusammenkommen. Das ist schon lange ausgemacht. Das will vielleicht die Mama. Aber was wollen Sie, Herr Lohmeier? Mama sich schon so gefreut hat auf die Hochzeit von der Bettina und mir. Aber wenn Frau Griebel von ihrer Liaison mit dem Opfer erfahren hätte, wäre es vorbei gewesen mit Mamas Freude, oder? Und deswegen hat das Gespür sie weggemessen. Nein. Ich wollte das alles regeln. Mit meiner Mutter. Und mit der Bettina.
Dann hätten wir heiraten können, Tanja und ich. Ist dem Lohmeier wäre ich nicht schlau. Hat er es jetzt ernst gemacht mit der Hanni? Oder hat er die Bettina wollen? Oder hat bloß die Mutter die Bettina wollen, beziehungsweise die Metzgerei? Tja, wie auch immer, an seinem Alibi gibt's nichts zu rütteln. Was ich mir die ganze Zeit frage, wieso nimmt einer die Tatwaffe ausgerechnet von jemand, der hundertprozentiges Alibi hat? Ja, doch nur jemand, der unbedingt verhindern wollte, dass diese geplante Elefantenhochzeit in Gefahr gerät. Griebel-Bettina kann es gewesen sein, aber der traue ich ehrlich gesagt nicht zu. Mhm. Wer hätte sonst noch Interesse daran, dass Bettina Griebel und Hubert Lohmeier zusammenkommen? Hätte man gleich drauf kommen können. Ich rufe gleich mal Verstärkung. Was ihr Bub ein Verhältnis mit der Hanni gehabt hat, werde ich ihnen nicht recht geschmeckt haben. Das war doch bloß so ein Gespusi. Na, ihr Sohn hat die Sache aber schon ernst genommen. Sogar heiraten wollte er die Hanni Weindl. Da war es ausgewiesen mit der schönen Verbindung zwischen Gasthaus und Metzgerei. Weshalb sie die Frau Weindl loswerden mussten. Ne? Sie können mir gar nichts beweisen. Da war ich mir für nicht so sicher. Wir haben an der Tatwaffe nämlich DNA-Spuren sichergestellt. Und ich garantiere Ihnen, dass die mit Ihrer DNA übereinstimmen. Dass Sie Ihren Sohn mit dem Hirschfänger in Verdacht gebracht haben, war ein bisschen arg riskant. Der Hubert hat ein hieb- und stichfestes Alibi. Dafür habe ich schon gesorgt. Hanni bloß an sein Geld hat wollen, das hat ja jeder gesehen. Bettina und mein Sohn gehören zusammen. Genauso wie die Metzgerei zu dem Gasthof gehört. Das lasse ich mir davon so einer dahergelaufenen Schlampe nicht kaputt machen. Na, na, na. Frau Lohmeier, Sie sind vorläufig festgenommen, wegen des dringenden Tatverdachts, Hanni Weindl ermordet zu haben. Sabine, bitte. Nehmen uns bitte mit. Griebel Bettina wohl erwartet hätte nach der Hochzeit. Mit so einer Hexe als Schwiegermutter. Sollen wir noch mal bei der Metzgerei vorbeifahren, damit sie das überprüfen können?